Ja, ich hatte gestern Abend schon, also wer gestern Abend schon hier war, hat mich schon mal hier vorne gesehen, Carla Kulisch aus Dresden vom Sächsischen Landesverband Psychiatrieaufhänger. Und ich hatte auch gesagt, dass wir die Psychiatrie nicht im Namen haben wollten, dass wir Selbsthilfe 3 heißen als Verein. Und ich sage so gerne nochmal, falls jemand gestern Abend noch nicht da war, warum wir Selbsthilfe 3 heißen als Verein. Weil das ist 2007 oder 2008 in einem Telefongespräch mit Dorothea Buck entstanden. Was ist denn eigentlich Selbsthilfe, wenn man das irgendwem erklären möchte? Das umfasst doch so vieles. Das geht doch früh mit dem Aufwachen los, mit dem Aufstehen, dass man sich da selbst helfen muss und auch abends wieder rechtzeitig ins Bett zu kommen und zu schlafen. Also, und alles, was dazwischen passiert, da muss man sich doch auch schon selbst helfen. Und das ist die Selbsthilfe 1. Und dann in den Gruppen, was wir so miteinander, wie wir da uns miteinander helfen, das ist die 2, das, was man so üblicherweise unter Selbsthilfe versteht. Und wir brauchten auch eine Erklärung, dass wir uns als Landesorganisation anderen, wenn wir uns da vorstellen, haben die uns immer für eine Gruppe gehalten. Und da mussten wir irgendwie den Unterschied dann erklären, Selbsthilfe 3, das ist dann die Interessenvertretung landesweit. Ja, und da bin ich mit im Vorstand. Dankeschön. Die nächste Frage, die ich dir gerne stellen würde, ist, wie es überhaupt dazu kam, dass du für Psychiatrieerfahrene aktiv wurdest. Vielleicht können wir ja daraus etwas lernen, wie wir auch junge Menschen heute für die Selbsthilfe gewinnen können. Ich kann nicht die Geschichte des BPE erzählen, weil ich da nicht von 1992 an dabei war. Wenn ich das gewusst hätte, dass es diesen Verein da schon gibt, wäre ich viel mutiger gewesen. 1994 war ich als psychiatrieerfahrene Sozialarbeiterin bei einer Tagung dabei und da hat der Psychiater, der mir so eine Prognose gegeben hat, also mich 78 bis 79 war ich 7 Monate in der Psychiatrie und wurde entlassen. Sie werden, sollen mal keine Kinder kriegen, sie werden nicht arbeiten können und sie müssen immer wieder hier rein und für ewig Psychopharmaka nehmen. Und das wollte ich nicht. Also ich bin glückliche Mutter und Großmutter und habe auch die... Danke, ja, das ist ein Geschenk, dass ich das absetzen konnte. Und ich habe auch draußen dann außerhalb der Klinik oft Ärztinnen gefunden, die mir beim Absetzen geholfen haben. Es war nicht die einzige psychotische Phase, die ich hatte und jedes Mal wieder Medikamente bekommen und jedes Mal wieder abgesetzt. Aber ganz langsam ausgeschlichen und deshalb auch, also seit 2003 von Medikamenten. Aber 1994 war ich halt auf der Tagung und da hat dieser Psychiater gesagt, psychisch Kranke könnten keine Selbsthilfegruppen gründen, denen müssen wir da helfen. Wenn ich gewusst hätte, dass es da schon 2 Jahre den Bundesverband gibt, da wäre ich aufgestanden, hätte was gesagt. Aber ich habe mir zumindest gedacht, na warte nur, das mache ich trotzdem und das können wir. Und ich habe jetzt seit 22 Jahren eine Selbsthilfegruppe, also die ich mitgegründet habe, also wunderbarer Zulauf ist, wir malen miteinander und deshalb bin ich auch in dem Kulturnetzwerk, habe das damals, also war mit bei den Gründungsmitgliedern 2006, aber meine Geschichte mit dem BPE, die ging 2005 los, da habe ich in Dresden also eine psychiatrieerfahrene Gruppe gefunden, die wollten einen Landesverband gründen und da, ja später, ich möchte jetzt eine Zwischenfrage. Wann war dein letzter Tag zu Ihrer Auftrag? 98. Ach, ja, ja. Das ist 24 Jahre her. Also ich habe die letzte Episode, also ja, das kommt dann noch. 2007. Sorry. 2005 habe ich die Psychiatrieerfahrenen gefunden, weil in der Malgruppe malt man hauptsächlich und redet nicht so viel. Und ich wollte, also mich hat das interessiert, eine Landesorganisation damit aufzubauen. Und die wussten vom Bundesverband und die hatten auch Rundbriefe und vor allem das Buch von Dorothea Buck. Und das war super.
da wollte ich dazugehören, das hat mir gefallen. Und die, als ich das Buch gelesen hatte von Dorothea, da habe ich ihr geschrieben, auf der Spur des Morgenstands. Da stand hinten irgendwie eine Adresse oder über ein BPE, ich weiß nicht, ich habe da hingeschrieben. Und sie hat zurückgeschrieben sofort und hat geschrieben, ruf mich an und lass das Telefon lange klingeln, ich brauche eine Weile, bis ich dort bin. Und seitdem haben wir immer mal telefoniert. Und dann kam das Jahr 2006 und da war bei mir unheimlich viel los. Da bin ich, also von wegen junge Leute, da bin ich 50 geworden. Wir haben uns entschieden, in Sachsen den einen Landesverband zu gründen am 6.6.6, damit wir es nicht vergessen, das Datum. Und haben dann aber uns noch trotzdem noch nicht getraut, einen Verein zu gründen. Und dann hatten wir das wunderbare Treffen am Hölzernen See, so bei Königs Wusterhausen in der Nähe von Berlin. Und da war die Ruth Fricke dabei und der Matthias Seibt und der Reinhard Wolke und viele, viele andere. Also, es war ganz wunderbar und die haben uns den Mut gemacht und haben gesagt, ihr müsst ja noch nicht gleich einen Verein gründen, ihr könnt erstmal eine Untergruppe vom BPE sein, eine Landesgruppe einfach, und das haben wir gemacht. Am 9.9.2006 haben wir uns da zusammengesetzt und entschieden, wir sind jetzt ein Teil, der sächsische Teil des BPE. Und dann haben wir noch viele Jahre gebraucht, um wirklich einen Verein draus zu machen. Da mussten genug Leute da sein, die wissen, was das für eine Arbeit macht. Die wirklich dann auch dranbleiben können, die ganze Vorstandsarbeit, was da dran hängt, das haben wir dann erst vor 4 Jahren geschafft. Aber seit 2006 gehören wir hier dazu und seit 2006 bin ich hier bei jeder Jahrestagung dabei gewesen und habe hier schon viele wunderbare Menschen kennengelernt. Und das erstmal so als Anfang. Dann interessiert mich natürlich, weil wir über 30 Jahre BPE sprechen, wie sich die Arbeit in deinem Verantwortungsbereich verändert hat. Also vom Anfangszeitpunkt, als ihr den Landesverband gegründet habt, bis heute. Und vielleicht noch so als Frage, was dir fachlich und menschlich besonders wichtig ist. Ja, mir war von Anfang an wichtig, dass wir, egal ob wir eine psychiatrische Diagnose bekommen haben im Leben oder nicht, dass wir als Menschen gleichwertig geachtet werden. Ja, und, genau. Und das ist mir das Allerwichtigste. Und ich habe früher vielleicht noch in den 90er Jahren noch gedacht, wir müssen die keine Diagnose haben, beweisen, dass wir auch so wertvoll sind. Aber inzwischen denke ich eher, die hätten auch alle eine verdient. Also insofern, ja, also, mir hat das ja auch immer gefallen, außer in Heidelberg. Also in Heidelberg hat es mir gar nicht gefallen, wer da dabei war. Da war ich schwer enttäuscht, was da abgelaufen ist. Ja, da war Dorothea heute gestorben, als wunderbare Ehrenvorsitzende, und dann passiert sowas Doofes. Aber hier war eigentlich immer eine gute Atmosphäre, wie wir miteinander umgegangen sind, und ich habe das Gefühl, wir kommen da wieder hin mit vielen neuen und jungen Leuten. Das freut mich immer. Und bei uns ist im Vorstand der Jüngste 35, und ja, trotzdem ist der Altersdurchschnitt immer noch ziemlich hoch. Aber wir sind auch dabei, junge Selbsthilfe, da ist er ganz aktiv mit und baut die mit auf. Mir ist es egal, wie alt jemand ist, ich bin in der Malgruppe, ist es egal, da sind wir alle Altersklassen, bist auch älter als ich und auch in der anderen. Aber ja, was mir wichtig ist, ist dieser freundliche, friedliche Umgang miteinander, was nicht heißt, dass man nicht streiten kann und die verschiedensten Meinungen sein dürfen nebeneinander und dass wir viel voneinander lernen können. Das ist mir wichtig. Was sich verändert hat in der Zeit, die Ruth hat uns auch geraten, mal rumzuhorchen, wo eine sogenannte PSAG ist. Eine psychosoziale Arbeitsgemeinschaft, die muss es überall geben, wo die Profis alle zusammensitzen und über alles Mögliche, was psychiatrisch so
in der Gegend los ist, besprechen. Und da müssen aber auch Angehörige und Betroffene drin sein. Und da haben wir rumgeguckt und haben uns beworben, damit reinzukommen. Und da bin ich von 2006 bis jetzt drin gewesen. Jetzt bin ich in Rente, jetzt habe ich, der junge Mann übernimmt das dann. Und dort hat sich wirklich was geändert am Ton, wie über uns gesprochen wird. Also in dieser Zeit, da wurde über die psychisch Kranken und so weiter und wie die sind und was die nicht können und alles so, da wurde gesprochen und die haben nicht dran gedacht, dass wir das mit hören. Und irgendwann ist ihnen das klar geworden und es ist ein anderer Ton jetzt da. Wenn da jetzt jemand von außen reinkommt und dann wieder in diesem hässlichen Ton so über die redet, da schämen sich inzwischen die Profis schon dafür. Und die haben ja auch zum Teil gesagt, es ist gut, dass sie hier waren. Also da hat sich, also es ist respektvoller geworden. Und das ist noch lange nicht überall so, wir haben noch viel zu tun, aber zumindest das ist in diesen 15 Jahren für mich merkbar gewesen. Und auch bei solchen Veranstaltungen, wo jetzt in Leipzig subjektiv in der Seite der Schizophrenie, da war ich das erste Mal mit, weil es mal in Leipzig war, irgendwo ein bisschen und trotzdem, das ist, naja, noch lange nicht dort, wo wir es haben wollen, es gibt noch viel zu tun. Ja, gibt es an dieser Stelle vielleicht noch eine Rückfrage aus dem Publikum? Also, ja, ich möchte jetzt wieder was dazu sagen. Ich sehe das nämlich größtenteils auch so. Ich habe auch gedacht, ich könnte sozial arbeiten, weil ich mich gut einfühlen kann. Und ich hatte Glück, ich hatte eine Psychiaterin, die das verstanden hat. Und ich habe 1990 nach der zweiten Psychose wirklich eine Umschulung mitgemacht zur sozialpädagogischen Beraterin und dann später noch eine Peer-Counseling-Ausbildung, als es Ex-In noch nicht gab. Und bin also auch Peer-Beraterin. Wir können das. Und ich kann nur zuraten, jetzt Ex-In die Ausbildung zu machen, dass wir wirklich unser Einfühlungsvermögen, unsere Fähigkeit mitzufühlen, auch nutzen können. Auf jeden Fall. Also da bin ich ganz bei dir. Kannst du nur die Daumen drücken. Und also ich bin echt froh, dass ich das gemacht habe. Ich habe sogar noch eine Weile richtig als Sozialarbeiterin arbeiten können nach der Wende, weil es dann noch keine Sozialarbeiter gab. Also mit der Ausbildung habe ich eine Weile durchgehalten. Das ist richtig. Aber nach der dritten Psychose habe ich dann Wende beantragt und bin jetzt wirklich Selbsthilfe-Sozialarbeiterin bei uns. Also wirklich auf einer Ebene, nicht von oben, ich weiß alles, sondern wir finden gemeinsam einen Weg. Das ist wichtig.